Hi ho, willkommen zurück hier zu .hack Last Recode, speziell zur Volume 2 Reminisc. Beim letzten Mal haben wir uns mit Ovan getroffen und sind hier in dieser neuen Stadt gelandet. Ich habe deren Namen schon wieder vergessen. In himmlische Stadt Doldona. Haben eine Quest angenommen, die wir mit Gaspard und Syllabus hier erfüllen sollen. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife machen wir das. Wir haben zwar, wie ihr gerade schon gesehen habt, kurz war es eingeblendet, noch Post bekommen. Also unser Posteingang ist voll. Und dann müssten wir eigentlich normalerweise auf unseren Desktop gehen, um danach zu schauen. Aber ja, wir machen es halt nicht. Ich gucke gerade mal hier nach. Wir haben hier drei Gebiete, ne? Gebiete von Renji im Forum gepostet. Der haltet trüben Stahl, trübes Fell. Hier haben wir X-Pigment des Dampfprofessors. Genau, das können wir machen. Stufe 48 insgesamt. Wir sind relativ safe. Deswegen können wir da auch einfach kämpfen. Na, schauen wir mal, wie schwer oder wie leicht das Ganze jetzt wird. So that's rain and cloud. We just have to take them out. If we plant some ohm devices in the hills, we should be able to weaken them considerably. They both look pretty strong. Let's fight them later, after we plant all the ohm devices. First, we need to go find the hills. Genau, denn wir haben ja gelernt, oder uns wurde ja gesagt, dass wir, bevor wir die beiden da besiegen, erstmal Transmitter aufstellen sollen, die auf einer erhöhten Position, auf kleinen Hügeln halt, gelegt werden sollen, damit. Ich muss hier mal gucken, wie das jetzt ist mit den Kombis hier. Auf Hügeln halt legen sollen, damit. Na, sorry, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Ja, damit deren Stärkungen, die da haben, die Buffs so gesehen, weggehen. Okay, die haben wir besiegt. We crush them. Oh ja, das gibt wieder richtig viel EP. Das heißt, ich werde hier nach und nach so ein paar Viecher hier dann trotzdem noch angreifen, ne? Und platt machen, je nachdem, wie gesagt, alles mitnehmen, ne? Das habe ich ja. So. Razor's Edge. Oh, jetzt fällt er runter, der Raubvogel. Bam, bam. Yeah. Ja, das war ein Kinderspiel, sagt er. So, ich bin mal gespannt, wo wir die ganzen Sachen platzieren müssen. Okay, der sieht uns. Wir sind natürlich wieder in Erstangriff zu starten hier. Zack. Und natürlich. Wieso ich so schnell aufzustehen, genau. Irgendwas viel lag, habe ich mal gedacht. Ich muss jetzt mal. Ich will eigentlich immer aufladen. Jetzt bam bam, Alter. So. Okay, Gaspard hat einen neuen Zauber gelernt. Perfekt. Und wir haben den
Alpha-Transmitter aktiviert. Verteidigungskraft von Regen und Wolke sind gesenkt. Alright, that takes care of the first one. Next up is Beta and Gamma. We've got the first one set up! Alles klar, gut. Machen wir das hier auf. Ups. Ja, in diesem Ort ist bereits ein Apparat. Hier stellt er keinen rauf, okay. Dann gehen wir hier runter. Na, ich denke mal, hier geht's nicht mehr weiter. Hier könnten wir wieder ein paar Chimps einsammeln. Ich will aber erstmal kurz den Dingens hier mitnehmen, die Astrologenseele oder wie das da hieß. Bam, bam, Alter. Ah, man kann sich währenddessen bewegen. Natürlich sehr interessant. So, ich bleibe meine Verteidigungsstellung kurz. So, nimmt er natürlich hier volle Kanne mit. Und bam, bam. Und dann nochmal. Zack, zack. So. Das läuft doch ganz gut gerade. Wir bräuchten nur ein bisschen Heilung. Weil ich jetzt nicht weiß, wie lange wir das hier noch aushalten. Eine gewisse Stärke haben die Gegner hier schon. Aber wir sind auch gar nicht so schlecht. Deswegen warte ich halt immer noch ein bisschen hier. Bam, bam. Twin Moons. Bams. So, warten wir kurz, verteidigen wir. Wieder kurz verteidigen, genau. Okay, das ist schon wieder vorbei. Die anderen steigen auch langsam, ne? Das ist ja dann so eigentlich perfekt. Perfekte Zeit für die beiden, um hochzuleveln, ne? Bleib stehen. So, welchen Buff kriegen wir? Segnung des Glücksstücks halten. Maximale LP und FP werden in den nächsten 5 Kämpfen erhöht. Oh, okay. Das ist nicht schlecht. Das kann ich gut gebrauchen. Bin auch dementsprechend wieder voll. So, Twin Moons. Vernichtet. Und nochmal, zack. Zack. So, aber wenn wir nämlich hier Rengeki einsetzen, gibt es ja wie gesagt einen extra Bonus. Deswegen passt das. So, was haben wir jetzt? Rüstungsdurchbohrung haben wir jetzt gelernt. Okay, ist das eine neue Fähigkeit? Ja. Rüstungsdurchbohrung. So, wie war das jetzt bei Anpassen nicht? Da, der Trigger war das, ne? Dann kann ich ja auf Kreis mal die Rüstungsdurchbohrung rauflegen und dann können wir uns das ja mal angucken. Was die denn macht? Klingt auf jeden Fall super interessant. Sieht man denn hier? Hier steht einfach nur mächtige Klinge. Aufwärtshieb, Aufwärtshieb, okay. Na gut, sehen wir dann gleich. Ja. Kombination mit dem Vogel.
Waffe jetzt? Armor Pierce. Jetzt nochmal. Komm, schön die Rüstung da. Nochmal. Armor Pierce. Zack. Das scheint auf jeden Fall gar nicht so schlecht zu sein. So, in Hauptsache, wir kriegen hier schön Geld. Für den ganzen Kram. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, gehen wir hier rauf. Kämpfen die beiden noch. Was passiert, wenn ich jetzt hier direkt Armor Pierce mache? Ich warte kurz. Das war cool gerade. Das mit dem Aufladen ist eigentlich ganz cool geworden jetzt. Und nochmal Flügel bereit bekommen und der Transmitter wurde auch wieder platziert. Und die Angriffskraft von beiden ist gesenkt. I wonder where the next hill is. We got the second one set up. Okay, die sagen sonst nichts weiter, nur dass jetzt weiter platziert wurde. Eine einfache Brille haben wir noch bekommen. Das heißt, den dritten können wir jetzt da oben noch platzieren. Und was macht der? Die Gesundheit von den verringern oder wie? So, gegen die beiden hier kämpfen wir natürlich auch noch. Kurz warten, ne? So, noch Tiger Blitz, zack. Dann ist der wenigstens weg. So, bei dem. Okay, irgendwie. Jetzt. So, die dürfte eigentlich ja gut. Ich dachte gerade, der wird jetzt eigentlich gleich sich die Blöße geben, sodass wir wieder Dingens drauf ballern können. Rengeki, aber war gar nicht nötig. So, Mech Grunty, was ist mit ihm? What is this, a robot? Hey Bro, be a bud! Give me some Chimsphere, please! My name is Mecha Grunty! I thank you for your kind assistance! Farewell! Oink, oink! Okay. Ich wollte mal wissen, ob da jetzt was Neues existiert, aber nö. Ist die gleiche Sequenz, die wir schon ewig gesehen haben, die wir schon eigentlich kennen. Aus der Volume 1, ne? Okay, ich denke mal, hier können wir das letzte Dingens platzieren. So. You're open. Alter. Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht gerechnet.
Wieso kann ich nicht zurück? Ich bleib hier mal kurz in Verteidigungsstellung stehen. Die sind mir gerade ein bisschen zu... zu heftig in der Reaktion. So, zack, zack. Okay, perfekt. Das war echt gerade ein bisschen komisch. So, die beiden sind jetzt auch. Effekt der Segnung hat nachgelassen, okay. Das habe ich mir bereits gedacht. So, der sieht uns, der Vogel. Immer noch. Na gut. Anders kommen wir nicht vorbei. Wir müssen so kämpfen. Dann warte ich kurz. Ich lasse die erstmal beide machen. Ja, wir lassen das einfach die anderen machen, ne? Die sind einfach feige und... und bam, bam. So. Weggespießt. So, und der Gamma-Ohm-Transmitter ist auch aktiviert. Und ihr habt die Beweglichkeit von den beiden gesenkt. Good. That's all of them. Alpha, Beta and Gamma. All finished. Yay! Now we get to have a little bit of fun fighting the robots. Ja. Und ich habe jetzt hier Fun, indem ich die Dingens hier mache. Okay, haben wir das auch bekommen. Neue Rüstung. Dann schauen wir mal, wie stark, schrägstrich, schwach die beiden jetzt sind. Na, fighten wir mal. Here we go, guys! Let's do it! Bring it on! Ich wollte gerade sagen, Hasio hat gar nicht so ein Schwert draußen, aber na egal. Here it comes. Okay. I'll do what I can. Ja, mit Moral ist das ein bisschen unfair, ne? Tschüss. Oh Mann, das hat fast gar nichts gegeben. Well, that should do it. Now then, let's go collect the memory. Regen und Wolke haben sich vereint und sind nun Regenwolke. They just combined. No way! I thought we defeated it! What? That's perfect. Bring it! Bring it on! Ich wollte gerade sagen, das war eh gerade ein bisschen zu leicht. Obwohl der Kampf jetzt hier auch nicht sonderlich schwieriger wird. Ich werde jetzt mal aufladen. Hier. Wir haben auch gleich wieder noch eine voll. Bam, bam. Und... Armor Pierced. Dodge. Ja, nee, da brauche ich keine Moral. Und... mach's gut. Achso, Syllabus hat schon gecrittet. Ja, 52, 51, 50.
Perfekt. That should take care of it. Sheesh. Du hast den Speicherbaustein von Regenwolke erhalten. Da der Speicherbaustein von Regenwolke weg ist, hat er aufgehört, sich zu bewegen. Quest abgeschlossen. Kehre natürlich zum Questshop zurück. So. Überraschungsangriffe natürlich, haben einige nicht funktioniert. Zerstörte Objekte 1 hat uns noch gefehlt und Schimmkugeln haben wir auch keine gesammelt. Na gut. Und drittes Wort ist Fußstein. Fertig. Ich sollte zurück zum Questshop gehen und Bericht erstatten. Dann machen wir das, würde ich sagen. So, Speicherbaustein von Regenwolke wurde übergeben. Oh. Ihr habt gute Arbeit geleistet und mir den Speicherbaustein zurückgebracht. Ich bin euch wirklich dankbar. Die Randale von Regen und Wolke haben mir wichtige Erkenntnisse gebracht, die ich für meinen nächsten Roboter verwenden werde. Mm. Wie geht es übrigens MacGrunty? Nur, wir haben ihn halt gesehen, ne? Mm. Ich verstehe. MacGrunty ist die vollkommenste Kreation von allen Robotern, die ich je gebaut habe. Er verbraucht aufgrund seiner Motorleistung zu viel Energie und hat keinen Richtungssinn. Mm. Plant ihr drei in der Stadt länger zu bleiben? Ich hätte da eine Bitte an euch. Mein Haus steht am Hafen von MacAnu. Bitte kommt jederzeit vorbei, wenn ihr möchtet. Mm. Also dann, lebt wohl! Ja, Quest abgeschlossen, gute Arbeit. Text der Ausdauer. Well, I guess that's that. Good work, Haseo! See you later, Haseo! So, you're after that as well. What are you saying? I just... Well, I'm never gonna give that up. It's mine, you hear me? It's all mine! Hmm? Wait a minute. Isn't that Iqolo's? Was he always like that? Move! Sirius, wait up! Sirius. Hey. You. So, what's with him? You know this is all your fault. All of it! Every single bit of it! My fault? What the hell is she talking about? Na, das wüsste ich auch gern. Und wir haben Pass. Natürlich haben wir das. Das hat sich ja auch nicht geändert zum Anfang dieser Folge. Ja, inwiefern sind wir jetzt daran schuld? Oder besser gesagt, Haseo? Keine Ahnung. Ich logge erstmal aus. Gehe hier wieder ins Menü zurück. Und schaue mal, wir haben eine ungelesene Nachricht. Was haben wir denn da stehen? Oh, wir haben zwei Hobbys. Oh, das müssen wir auch gleich mal angucken. Ja, auf jeden Fall. Dein Motorrad tunen von Syllabus. Syllabus schreibt, Haseo, wusstest du, dass du dein Motorrad im Hinterzimmer einer mittleren Gilde tunen kannst? Ich habe Todesgrunty danach gefragt und er hat gesagt, dass du Motorradmissionen annehmen kannst, nachdem du eine bestimmte Quest abgeschlossen hast.
und wenn du in diesen Missionen eine gute Punktzahl erreichst, erhältst du seltene Motorradteile mit besonderen Fähigkeiten. Je mehr Motorradmissionen du abschließt, desto mehr seltene Motorteile kannst du erhalten und dein Motorrad damit immer besser machen. Also, wenn du mit dem Motorrad so nicht zufrieden bist, dann schau einfach im Questshop nach Missionen, die etwas mit dem Motorrad zu tun haben. Okay. CC Corp schreibt uns auch nochmal. Benachrichtigung, Kampagnenbeginn. Lieber Haseo, danke für deine regelmäßige Unterstützung in The World. Hiermit möchten wir dich informieren, dass du jetzt an der Kampagne Streunender Mech Grunty teilnehmen kannst. Für Einzelheiten wende dich bitte an den NSC-Auftrag Dr. Kepel. Dr. Kepels Haus befindet sich im Hafenviertel von Mech-Anu. Und Pai schreibt, Eidersignale im Heiligen Palast entdeckt. Meister Yata hat berichtet, dass im Titelkampf des Heiligen Palasts Eidersignale aufgespürt wurden. Okay, dazu wird Hasu bestimmt jetzt noch was sagen. An Eidersignal at the title match. Could Sirius have something to do with her? Come to think of it, he and Alcade were fighting about something earlier. Maybe she'll know what's up. Guess I'll go look for Alcade. Alles klar, dann sollten wir nach Alcade mal gleich irgendwie suchen. Und jetzt haben wir What's Your Hobby als Grußkarte bekommen. Hallo Etteli, What's Your Hobby? Kuhn, Pai, Syllabus, Gaspard, Pyrrhus. Wen frage ich denn, was ist ein Hobby? Also mich würde von allen das Hobby interessieren. Aber da ich die Grußkarte, denke ich mal, nur einen schicken kann, frage ich Etteli. Und senden. So, hier steht einfach nur kurz was. Er liebt Vögel, genießt Gespräche mit Mondbaummitgliedern. Schön, dich kennenzulernen. Mädchen, die ich mag, viele. Mädchen, die ich nicht mag, keine. Farbe, orange, gelb, rot. Okay, auf geht's. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen. Verrückt nach Meister Yata. Bewundert Meister Yata. Hobby, Yatadin. Alles klar. Okay, sieht man, wie gut die sich verstehen. Syllabus hat hier 4, Pai 3, Kuhn 2, Etteli 3, Gaspard gar keinen und Pyrrhus nur 1. Will bezahlten Urlaub. Im Urlaub. Pyrrhus den dritten upgraden. Hahaha. Oh Mann. Komischer Dude. Okay. Dann gehe ich nochmal in The World rein. Denn wir wollen jetzt noch wenigstens anfänglich ein bisschen Alcade suchen. Vielleicht finden wir sie ja. Und mal schauen, was jetzt noch hier so passiert. Alcade, there's something that I want to ask you. Haseo, come with me on an adventure! Lol, du hast Alcades Mitgliedsadresse erhalten. Oh Mann. Die redet echt nicht um den heißen Brei herum, ne? Die weiß, was sie will. Wait, you... What the... The area words are... Let's see... We'll make it... Theta Severe Unclean Grey Dance. It looks like I better listen to her, for now. Okay, Gebietswort erhalten. Strenger, unreiner Grautanz. Heißt das, ich soll sie jetzt in die Gruppe einladen? Ja, tatsächlich hier, Alcade, komm. Sind wir kurz noch richtig. Danke für die Einladung. Ich komme gleich. Oh Gott, wie dumm das ist. Also irgendwie auch lustig. Ja, cool. Jetzt haben wir Alcade dabei. Aber ich würde sagen, wir gehen erst in der nächsten Folge mit ihr zusammen dann auf diese Mission. Ich bin echt gespannt, was da passiert. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Tüdelü.